Hallo, ich bin die Dani und heute gibt es wieder einen Produkttest. Und zwar teste ich von Avon True die Power Stay 24 Stunden Foundation. Wenn dich also interessiert, wie die funktioniert, ob die funktioniert, ob ich es weiterempfehlen kann, dann bleib doch einfach. Das ist die Foundation, die ich heute testen möchte. Und zwar ist das die Power Stay Foundation 24 Stunden von Avon True, also von Avon Cosmetics. Und ja, die ist so verpackt, das heißt, die kommt in einer Kartonage und in dieser Kartonage befindet sich ein Glasflakon in Milchglasoptik. Das sieht wirklich sehr, sehr hübsch aus. Da sind 30 Milliliter drin und wenn ich es hier öffne, dann haben wir hier oben einen Pumpspender, was das Dosieren natürlich erleichtert. Was sagt Avon über diese Foundation, denn das wollen wir testen, ob das wirklich so stimmt, was der Hersteller verspricht. Und Avon sagt, sieht bis zu 24 Stunden wie frisch aufgetragen aus, mattes Finish, hinterlässt keine Spuren, atmungsaktive Formel, feuchtigkeits- und hitzeresistent, angenehmes Gefühl, 15 verschiedene Nuancen. Ich werde die Foundation mit einem Primer benutzen, weil ich immer Primer benutze. Das funktioniert bei mir eigentlich immer bei fast jedem Make-up und daran kann ich auch erkennen, ob ein Make-up gut bei mir funktioniert oder nicht. Ich werde zwei Primer benutzen. Auf der einen Seite werde ich einen Primer benutzen, den ich immer benutze, den ich sehr gut kenne, der bei mir immer funktioniert. Und das ist einmal von M. Awesome Perfect Turn. Und auf der anderen Seite des Gesichts werde ich den Avon Primer benutzen. Und zwar Avon Magic Shine and All Control. Avon hat zwei verschiedene Primer. Und einer ist hydratisierend und der andere ist eben mattierend. Und das ist halt der mattierende. Ich habe vorher mein Gesicht natürlich gewaschen und ich habe eine Gesichtspflege aufgetragen. Gut einziehen lassen. Und jetzt auf der rechten Seite werde ich den M. Awesome Magic Finish Primer auftragen. Und auf der anderen Seite den Avon Magic Shine and Oil Control. So, jetzt werde ich das Make-up auftragen und dazu komme ich etwas näher ran. So, ich gebe jetzt ein Pump-Hub auf meinen Handrücken. Da muss ich, glaube ich, die Sperre erstmal lösen. Gibt es eine Sperre? Ja, nein, gibt keine Sperre. Doch, gibt eine Sperre, ich muss schon sagen. Genau, also das ist auch ganz praktisch, man kann es wieder verschließen. Ne? Wenn man jetzt hier drauf drückt, dann kommt nichts raus und wenn ich dann das Ganze zur Seite drehe, dann öffnet sich das Ganze und dann kommt dann auch die Foundation raus. Das ist jetzt die Farbe Ivory und mein Hauttyp, das ist eher im Moment normal bis mit Tendenz zu trockener Haut. Pump-Hub hat nicht gereicht, ich nehme noch einen zweiten. Und ich muss auf jeden Fall mit einem Schwämmchen drüber gehen. So, ich habe die Foundation aufgetragen. So sieht es aus. Und ich muss sagen, es sieht schauspielerisch gut aus. Ja, es hat mir einen ebenmäßigen Ton verleiht. Aber man muss relativ schnell arbeiten, weil die Foundation im ersten Moment flüssig ist, ja, aber die Haut nimmt die Foundation relativ schnell und gut auf. Ich finde, der Farbton passt, das ist absolut vom Ton her gut gewählt. Ob es die Poren betont, eher nicht, aber es kann sein, wenn man trockene Stellen auf der Haut hat, dass die dann betont werden, beziehungsweise dass das Make-up sich an den trockenen Stellen festsetzt. Ich habe
Im Moment keine trockenen Stellen, aber das kann bei mir sehr schnell passieren. Jetzt im Winter, genau, und in die Poren setzt sie sich allerdings nicht ab. Ne, das ist mir auch dann auch immer wichtig, weil ich ziemlich ein bisschen vergrößerte Poren habe und viele Make-up setzen sich auch in die Poren rein, sodass die Poren dann richtig schön hervorstechen. Aber das ist bei diesem Make-up nicht der Fall. Meine Empfehlung: nicht für trockene Häutchen, ölige Haut oder eben Mischhaut. So, vom Duft her, die ist leicht parfümiert. Leicht, aber es geht. Ne? Also es ist jetzt nicht zu übertrieben. Ich habe jetzt auf meinem Gesicht überhaupt nicht gerochen. Nur wenn ich jetzt hier auf dem Handrücken am Handrücken rieche, dann, dann ist da schon so ein Duft mit dabei. Ich werde jetzt einfach mal mich zu Ende schminken und würde mich dann nachher nochmal melden mit meinem Fazit. Bis gleich. So, ein kleiner Zwischenstand bezüglich des Make-ups. Das sitzt alles noch da, wo es sein soll. Ich bin durch den Regen gelaufen und also ich bin eigentlich bisher ganz zufrieden. Mal gucken, was der weitere Tag bringen wird. So, ich melde mich jetzt wieder zurück mit einem Fazit zum Make-up. Jo, also es ist so, das Make-up sitzt immer noch da, wo es sitzen soll. es ist wirklich sehr langanhaltend. Es sind jetzt ungefähr sechs, sieben Stunden vergangen und ich habe ganz normal meinen Alltag gemacht. Ich bin mit dem Hund spazieren gegangen, ich habe mein Leben gelebt und das Make-up sitzt perfekt. Ich kann mir sehr gut vorstellen, ich gehe mal wieder zurück. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dieses Make-up im Sommer anzuwenden. Das heißt also, wenn es draußen warm ist, wenn man anfängt zu schwitzen oder wenn man Sport macht eventuell, dass das Make-up auch halten wird. Das Make-up ist auf jeden Fall geeignet für öligere Haut, für fettigere Haut oder für Mischhaut. Für trockene Haut würde ich es eher nicht empfehlen, weil es dann doch vielleicht die trockenen Hautstellen betonen würde, sich reinsetzen würde. Aber für, wie gesagt, Mischhaut, fettige Haut, ölige Haut auf jeden Fall. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Wenn ja, dann lass mir doch ein Däumchen nach oben. Abonniere diesen Kanal, wenn du lustig bist, wenn du Lust dazu hast. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Genau. Bis dann. Tschüss.